Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schlummern. Sie helfen uns viel mit. Helferautos. Das Hündchen spielt vor seiner Hundehütte mit einem Gummiknochen. Was hat der Kleine denn jetzt vor? Er gräbt ein Loch und versteckt seinen Schatz. Oh, was ist denn das gelbe Ding in der Erde? Graben wir es aus. Ein Rad und eine Stoßstange. Sind das Teile eines Autos? Das Hündchen kann das Auto nicht alleine ausgraben. Es braucht Hilfe. Die Helferautos fahren aus ihren Garagen raus. Der Bagger, der Kranwagen und der Abschleppwagen. Helferautos, heute müsst ihr dem kleinen Hündchen helfen, ein Auto auszugraben. Die Autos fahren dem Hündchen hinterher. Hier müsst ihr graben. Der Bagger hat seine Arbeit schnell erledigt. Er hat das Auto ausgegraben. Jetzt ist der Kranwagen an der Reihe. Er fährt seinen Arm aus, lässt den Haken runter und hebt das Auto aus der Grube. Wow, das ist ein wunderschöner Oldtimer. Er muss allerdings repariert werden. Der Abschleppwagen wird den Oldtimer in die Werkstatt bringen. Hast du noch etwas entdeckt? Ein Lenkrad. Ohne das Lenkrad kann das Auto nicht fahren. Das Hündchen bringt das Lenkrad zur Werkstatt. Der Abschleppwagen ist schon in der Werkstatt angekommen. Hündchen, beeil dich! Der Oldtimer wird auf eine Plattform gestellt und hochgehoben. Das Hündchen schaut gespannt zu. Mit einer speziellen Bürste wird der Rost entfernt. Wir müssen die Stelle übermalen. Welche Farbe sollen wir nehmen? Lila. Wenn wir den Fleck übermalen, wird das Auto so gut wie neu. Sehr schön. Dem Auto fehlt eines der Vorderräder. Dieses Rad ist zu groß. Und das auch. Dieses Rad ist perfekt. Lasst uns eine Windschutzscheibe montieren. Und jetzt das Lenkrad, das das Hündchen gebracht hat. Fertig! Hündchen, möchtest du eine Runde drehen? Und los geht's! Der Oldtimer fährt die Straße entlang. Dem Hündchen scheint die Fahrt zu gefallen. Der Bagger hat die Grube, in der das Auto vergraben war, wieder aufgefüllt. Jetzt kann das Hündchen wieder mit seinem Gummiknochen spielen. Dankeschön, Helferautos. Sicher gibt's schon bald was Neues für euch zu tun.
Helferautos.